In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Whenever I'm off to find a sunset, a flavor. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch jetzt auch mal. Ich muss kurz die Tür zumachen, weil Lena guckt die Elsa. Ich habe wieder so tolle Klamotten bestellen dürfen bei Chiquelle. Ich zeige euch die mal kurz. Ich muss sie noch kurz rausholen. Und Leute, ich liebe, liebe, liebe diese Qualität von denen. Ey, das ist so hochwertig alles. Ich habe gerade auch was an. Von denen. Moment. Oh, der ist gerade aufgewacht. Der duscht und ich habe die Trage rausgeholt. Ich werde ja jetzt etwas tragen mit den Beinen. So, das ist das erste Oberteil. Das hat hier Glitzer, wie man sehen kann, an den Armen. Das ist jetzt eine Einheitsgröße und hier sieht so schön aus. Und dann einmal dieses Kleid. Das ist so ein Weinrot. Der ist total lang, hat solche Ärmel. Auch total schön. Und das ist so ein Bordeaux-Rot. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich werde das aber die Tage sowieso alles anziehen. Dann dieses Oberteil, das sieht auch so schön aus. Aber der meint, das hat alles denselben Schnitt. Aber ich liebe das einfach. Ist halt anders geschnitten jedes Mal, aber fast derselbe Schnitt. Und das habe ich in 38 bestellt. Ist auch perfekt, die Größe. Die fällt perfekt aus. Man sieht weder den Bauchspeck noch sonst was. Genau, 38. Made in Turkey, wusste ich gar nicht. Und zwar sind die Ärmel richtig schön. Das ist so ein Samt. Perfekt, wenn man irgendwo hingeht oder mal zu zweit rausgehen würde, wieder mal. Das ist so one size und die anderen zwei auch. Glaube ich, oder? Ja, das ist one size. Und das hat auch voll den schönen Rollkragen. Aber wie gesagt, ich werde das eh anziehen. Dann seht ihr das. Und davon habe ich den ja auch in, nicht orange, sondern Orangeton. Und der sieht auch sehr, sehr schön aus. So, Moment. Was? Das ist mein Zahnbürste. Grün. Das ist mein Lippenstift. Ich habe letztens zu früh Lippenstift drauf gemacht. Noch mal viel besser. Seht ihr das? Das ist ganz total schön. Ich mache das mal ein bisschen runter. So. Wie sieht das aus? So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Wir haben eingekauft für zu Hause, dann haben wir für unseren MacBook und Fernsehen so ein HDMI-Kabel gekauft, damit wir auch übers Laptop, also auf dem Fernsehen streamen können sozusagen. Und ja, da war natürlich bei Mediamarkt total der teure Fernsehen, der hat glaube ich 3000 Euro gekostet. Und bei sowas kriege ich total Panik, falls Lina das anfasst und das geht kaputt oder so, falls es runterfällt. Deswegen braucht man wirklich so eine Haftpflichtversicherung. Wir haben jetzt eine für uns entdeckt bei check24.de, sind die auf dem ersten Platz. Ich erzähle aber
wenn ich zu Hause bin, mehr dazu. Also ich finde, das ist wirklich das Wichtigste, also diese wichtigste Versicherung, die man haben muss. Weil sobald man was zahlt... Hast du Kleingeld? Du hast mein Kleingeld getan. Achso, ich habe es rausgeholt. Das ist mehr als 1 Euro. Papa! Bad Wongs. Stellt euch mal vor, euer Kind macht einen Kratzer an einem Auto und dann, hallo, musst du mal 5000 Euro zahlen, dann musst du, das, was du gespart hast, ist weg. Deswegen lieber nach Haftpflicht. Aber ich erzähle euch zu Hause mehr dazu, weil da kann man wirklich nicht falsch, kann man nichts falsch machen. So. Ich wollte euch hier was zu der Haftpflichtversicherung sagen. Die meisten von euch haben das bestimmt, weil damit kann man nichts falsch machen. Ich habe mir jetzt eine Seite entdeckt, oder besser gesagt eine App haben die auch. Die heißt Get Safe, also die Firma. Die sind auf Check24 auf Platz 1. Da könnt ihr auch gucken und recherchieren. Darf die Firma vorstellen. Also Get Safe hat innerhalb einem Jahr 40.000 Kunden dazu gewonnen und das ist echt viel. Also innerhalb einem Jahr. Die Firma gibt es nicht mal so lange. Und die sind schon auf Check24 Platz 1. Das heißt, wer geht heutzutage nicht auf Check24? Das Gute ist, da sind auch keine Leute, die von Tür zu Tür rennen oder sonst was und die versuchen irgendwas anzudrehen. Du kannst das direkt online abschließen, den Vertrag, und was ich total cool finde. Unten in der Infobox ist ein Link und darüber könnt ihr 3 Monate lang kostenlos, also kriegt ihr kostenlos 3 Monate die Haftpflichtversicherung. Und das ist viel, wenn man so überlegt, dass man 3 Monate dann sozusagen umsonst verpflichtet ist. Aber die 3 Monate Haftpflichtversicherung bekommt ihr wirklich nur, wenn ihr über den Link auf die Seite geht. Der ist unten, wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Ihr könnt auch alles über die App steuern. Es gibt eine App dazu. Die verlinke ich euch auch unten in der Infobox, wie ihr zu der App kommt. So, dann das Wichtigste finde ich, man kann GetSafe wirklich täglich kündigen. Und innerhalb 3 Minuten hast du dich, nicht mal 3 Minuten, hast du dich online abgesichert, hast eine Haftpflichtversicherung. Ich finde das total wichtig. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde, wie gesagt, wenn dein Kind oder wenn du aus Versehen ein Auto zerkratzt beim Vorbeilaufen und dann bist du mal 5.000, 6.000 Euro minus, vor allem wenn das ein Neuwagen ist, dann habe ich lieber eine Haftpflichtversicherung und muss mir da keine Sorgen machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, mir passiert nichts, ich bin nicht so ein Tollpatsch und zerkratze ein Auto, aber das geht für alles. Sagen wir mal, ich spiele mit der Kamera von meiner Freundin und lasse es dann fallen und sie hat keine Garantie mehr oder sonst was und dann muss ich dafür aufkommen. Und ich kann nicht einfach so 600, 700 Euro für eine Kamera hinblättern. Oder wenn ich das MacBook von meiner Freundin kaputt mache oder von meiner Cousine oder von einem sehr guten Freund. Wenn mein Kind den Fußball gegen den Fernsehen schießt und der Bildschirm ist kaputt. Also das hat nichts mit Tollpatschigkeit oder sonst was zu tun. Das kann jedem, wirklich jedem passieren. Also wir waren auch nicht haftpflichtversichert. Da bin ich ehrlich. Wir haben so viele Versicherungen gemacht, aber haftpflicht irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum, obwohl das eigentlich das Wichtigste ist. Das ist wirklich das Wichtigste. Und da sollte man auch nicht nur sich selbst versichern, wenn man eine Familie hat, sondern komplett die Familie mitversichern. Da tun mir die ein paar Euros im Monat nicht weh, ehrlich. Dann habe ich das lieber da, falls was ist, und muss mir da keinen Kopf machen, wenn mein Kind irgendwas kaputt macht oder ich oder mein Mann oder keine Ahnung was. Noch ein Beispiel. Ich finde dieses Beispiel einfach perfekt, weil ich das selber auch im Internet gelesen und gehört habe. Sagen wir mal, ihr seid total unvorsichtig, läuft über Rot und da weicht euch ein Auto aus, fährt gegen eine Frau oder verletzt sich selber, weil er gegen irgendwas knallt, gegen eine Laternenstange oder keine Ahnung, macht ein Schaufenster kaputt von einem Laden. Dann müsst ihr erstens für den Schaden am Auto aufkommen, für die Person, die vielleicht verletzt ist, und für das Schaufenster oder für die Laternenstange oder keine Ahnung was. Und dafür kommt dann die Haftpflicht auf. Und ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig, weil so viele 1.000 Euro kann einfach keiner von uns zahlen, finde ich. Und ich finde es auch schade, wenn man das aus der eigenen Tasche zahlen kann, wenn es die Option gibt, dass man sich versichert und die dann jedes Mal für euch aufkommen, wenn ihr Scheiße baut. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Geht auf jeden Fall auf check24.de, da seht ihr das, die sind Platz 1. Ich habe selber geguckt, ob das wirklich stimmt, und das stimmt. Ja, ich freue mich wirklich, dass ich
auch dazu beitragen kann, weil ich finde, das ist, wie gesagt, das Wichtigste, was man machen muss. Die wichtigste Versicherung auch. Und ich bin jetzt froh, dass wir das haben, weil wir können nie wissen, wann was passiert. Das ist alles nicht vorhersehbar. Wie gesagt, ich bin total froh, dass meine Zuschauer sozusagen drei Monate nichts zahlen müssen für die Haftpflichtversicherung. Und ihr könnt nichts verlieren. Ich habe jetzt so viele Versicherungen gekündigt, weil die einfach so teuer sind. Und das ist einfach die günstigste Variante. Und wie gesagt, ihr könnt das alles auf Check24 ab. Ich freue mich auf jeden Fall über die Zusammenarbeit. Bedanke mich nochmal, dass ich die Firma vorstellen durfte. Und mit GetSafe macht ihr definitiv nichts falsch. So, ihr Lieben, wir sind jetzt vom Einkaufen zurück. Ich zeige euch mal kurz, was wir gekauft haben. Dieser Einkauf ist sehr, 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 sehr ungesund. Ja? Aber wir haben nicht viel Obst und Gemüse gekauft, weil wir nächste Woche die HelloFresh-Box bekommen. Ich zeige euch mal alles. Jetzt haben wir einmal Joghurt gekauft. Dann drei Gurken beim Türken. Petersilie. Zweimal Milka Schokodessert. Das schmeckt ganz gut. Ich hasse das eigentlich. Dann dreimal Fanta Exotik. Einmal Bohnen. Das sind die Bohnen, die wir immer benutzen. Also wir benutzen nur diese Marke. Lina, du hast alles gemischt heute. Dann einmal Wiener Joghurt. Das sind die Suppennudeln, die ich für unseren Reis benutze. Dann habe ich letztens ein Rezept gesehen mit diesen Nudeln. Das werde ich dann machen. Ich glaube, das war ein Joghurt. Dann scharfe Pfefferoni für Aubergine. Gleich Speckle. Robert gesagt, gleich, dann warte bitte. Zweimal Mais. Schatz, hast du das gekauft? Ja. Davon haben wir auch zwei Stück zu Hause. Lina hat letztens eins aufgemacht. Achso. Dann diese zarten Maronen für Lina. Dann haben wir hier Donuts. Bananen. Mante. Wir holen eigentlich immer irgendeins. Und auch hauptsächlich aus dem Gefrierfach. Hackfleisch, ja. Schatz, Baba macht jetzt Dinge ans Köfte. Mais. Zweimal Milch. Zweimal Milch. Dreimal Kekse. Ich sag ja, dieser Einkauf ist sehr, sehr ungesund. Danach zweimal Suppe. Das sagst du jetzt extra, damit deine Zuschauer später dich nicht... Aber die sehen ja jedes Mal. Jedes Mal sind Schokokekse dabei und Schokolade. Diese Politik müssen die auch kennen. Dann hat Susan letztens diese Nudeln gemacht. Die haben mir voll gut geschmeckt, deswegen habe ich die jetzt nachgekocht. Und die kosten nur 55 Cent. Beim Rewe kosten die fast 1 Euro. Dann dreimal Eiern. Für Köfte gleich. Knoblauch. Lina, jetzt kein Fanta. Fanta. Nach dem Essen. Okay. Chips. Knoppers. Da kannst du Wasser trinken. Auch sehr gesund. Orangen zweimal. Tomaten. Ich glaube, Tomaten und Bananen und so sind alles gesundeste. Ne? Dann mein Shampoo. Eigentlich benutze ich das andere. Da hier ist eine Limette drauf. Das ist blau, aber die gab es nicht mehr. Schokolade. Und dreimal arabisches Brot. Dann geht es hier weiter. Dann haben wir zweimal Zitronenkuchen. Der schmeckt super lecker. Also, der zerfällt auf der Zunge total. Ne, du könntest direkt eins komplett essen. Was? Zitronenkuchen. Findest du nicht? Das schmilzt direkt. Das ist wie Wasser, weißt du? Also Wasser mit Zucker. Dann Brot. Und Brötchen, das war's. Und wir haben noch Pampers gekauft für Lia. Ich habe Größe 2 gekauft. Langsam wird Madame dicker. Passt eins nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Natsche Patabri müssen wir, ne? Hallo, Patabri. So, Audel macht jetzt Schifte. Der kann euch gerne mal mitnehmen. Dann habt ihr ein neues Rezept. Ne? Was mache ich? Schifte. 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 Nicht Schifte. Schifte. Schifte.
So das Gleiche, du weißt ja, was ich meine. Ich weiß auch nicht so gut, aber ich muss mal kurz meine Mutter anrufen. Ich habe es bis jetzt einmal gemacht. Ja. Und das war vor Jahren. Egal was du kochst, schmeckt immer super lecker. Ist so, ich bin Meister. Ich dachte, du sagst jetzt ja, ja. Der Meister aller Meister. So, dann packen wir mal die Süßigkeiten. Latschobocke und was? Ich hasse mit kleinen Messer zu schneiden. Ne? Ja, dann noch das große. Das sind doch zwei große. Man sieht nichts. Darf man die eigentlich sehen oder nicht? Warum? So, wir haben hier jetzt 500 Gramm Hackfleisch, eine Zwiebel, zwei Zwiebeln. Kann Zor wird wie ich, ne? Eine Kartoffel und Petersilie. Oh, meine Augen. Es ist doch beim letzten Mal ein bisschen so, wenn ich da mal eine Portion. Sorry. Ich bin schon krass, dass niemand hier noch mal ein bisschen schöner wird. Oh, meine Augen. Ja. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that when it's dark again. Let us be partners in crime. You and me as body and pride. We'll dance along in the afterglow. So, die Köfte sind fertig, ne? Ja. Die schmecken super, super lecker und sind sehr saftig. Ehrlich gesagt sind meine immer ein bisschen trockener. Aber hier, der Herr hat es ganz gut hinbekommen. Ne? Ich sag's dir, ich bin Profi. Und der hat sich richtig an die Mama erinnert. Mama. Also an den Geschmack von Mamas Schütze. Oh. Bitte ein bisschen heulen für mich. Er hatte ein, zwei Tränen. Ne, Schatz? Ich habe ein arabisches Brot draußen gelassen. Nee, ja, wir suchen gerade Linas Elsa-CD. Und sie hat's gefunden. Jetzt gucken wir Elsa. Lia liegt hier bei mir. Wir lüften nämlich gerade das Wohnzimmer. Genau. Und Lina hat sich heute das hier ausgesucht, übrigens. Für ihre Schwester. Ne, Lina? Das ist ein Fisher-Price Telefon. Genau.
Hallo Mausi. Hallo. Hi Nudo. Nur daneben. Hm? So, Adi. Adi, Tisch decken. So sieht das jetzt aus. Schifte mit Salat und Brot. Das ist natürlich jetzt nicht so schön geworden, aber beim zweiten Mal. Nein, ich finde, das schmeckt super lecker. Machen wir richtig schön. Ja, was denn? Ja, Elsa, die CD musst du reintun, eine. Nein, gucken wir Mickey Maus, ja? Was hat sie gesagt? Ja, Mickey Maus ist der Junge und Minnie Maus ist Mädchen. Nein, was sagt Lina zu Mimi Maus? Mimi Maus, ja. Wo ist Mimi Maus? So, wir haben gerade gegessen und jetzt sind die Donuts dran. Alter, ich rede gerade mit meinem Schwiegerpapi. Und das Essen hat so gut geschmeckt. Ich esse eigentlich nicht so viel Fleisch. Aber nein, das ist da. Das pinke Rosa, ne? Ja, aber ja. Ich habe den halben. Also ich habe 200 Gramm gegessen und Alter auch. Und auch? So, wir chillen jetzt hier. Und, ups, vergessen. Hast du ein Feuerzeug da? Wir chillen jetzt hier. Ich habe die Küche aufgeräumt. Lina ist noch ein bisschen wach. Wir haben jetzt 8 Uhr. Und gleich geht's dann noch schlafen, Madame. Ja, Lia schläft. Und wie gesagt, wir chillen jetzt ein bisschen hier. Da ist die süße Maus. Sie ist so schnell gewachsen. 56 passt ihr einfach nicht mehr. Wir müssen, also ich muss morgen, nachdem ich die ganze Wäsche hier abgehangen habe, ihre anderen Klamotten rausholen. Sie ist erst seit einem Monat auf der Welt und ich kann schon ausmisten. Fängt ja schon mal gut an, ne? Und Lena darf noch ein bisschen einen Film schauen. Was isst du da? Mandarinen? Ja. Dann gehst du schlafen, ne? Nein. Ist das live? Singt der live? Ja. John. Ist ausgegangen? Ja, doch.